Ich falsche garantiert, ich schüchte den ein, der hat sowas von verdient. So, ihr kommt nicht darauf, da fällt mir ein, ich wollte schon lange mal die Stadtwache darüber informieren, was sie hier für Waffen vertreiben. Halt, redet nicht weiter. Gerade wird die Erinnerung wieder klarer. Ja, ich hätte ihm am liebsten da die Verstand eingeprügelt, aber ging gar Vor ein nicht. paar Tagen hat ein junges Mädchen dieses Mittel bei mir gekauft. Bäuerliche Kleidung, braunes Haar, Sommersprossen. Mehr weiß ich wirklich nicht mehr. Schau an, wie gut euer Gedächtnis ist. Hab Wollt Dank. ihr sonst noch etwas? Der krumme Otto hat alles, was das Herz begehrt. Schaut euch nur um. Nein, vielleicht alles später. Rund ums tote Tier gibt's wieder Also. nur bei mir. Was, der Müller. Ja, vielleicht kann der Müller was mit der Personenbeschreibung anfangen. Ach, ich mag diese Details, auch wenn es nicht gerade lustig ist, in der Wirklichkeit mit einer Krücke rumzulaufen. Aber vorher will ich noch mal kurz in die Stadt gucken, weil ich habe gesehen, hier ist auch noch eine Mühle. Bei der war ich noch nie. Vielleicht gibt es da auch noch was Interessantes zu sehen. Weil ich mich frage, für was braucht eine... Mühle, ein Dorf, zwei Mühlen. Mal gucken, ob ich zu ihr hinkomme. Und da ist schon wieder die aufgebrachte Frau, die ihren Mann schlagen will. Genau hier auf der anderen Seite ist die... Ah, das ist eine Wassermühle. Aber gibt es da was Interessantes? Das würde mich schon gerne interessieren. Naja, die kleinen Details. Hier ist ein Haus in Konstruktion. Das vermisse ich irgendwie bei so manch anderem neueren Rollenspiel. Es fehlt irgendwie solche Details in den Städten. Hier ist unser Freund Schmied wieder, der uns immer noch den Helm für einen Haufen Geld andrehen will. Wen ich ja auch immer noch suche, ist die... Das ist ein Baum von einem Mann, was? Ich wette, der könnte mich auf einer Hand durch die Gegend tragen. Was du dir da zusammenträumst? Außerdem muss ich ja noch die Mutter Beckenbold finden. Ich war ja immer der Meinung, dass sie hier unten drin versteckt. Aber dem scheint nicht so... Also zu dem Wasserrad, zu der Mühle selber scheint man ja nicht zu kommen. Hier sind wir wieder auf dem auf dem Markt. Doch, hier kommt man zur Mühle. Tatsache, hier kommt man zur Mühle. Was? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier vielleicht jemanden finde, der mir Holz verkauft. Aber nicht Mutter Beckenbold. Die gehe ich erst mal vorbei. Wir gucken, wo es noch hier geht. Ach, hier oben geht's entlang. Okay. Toller Zufall. Gucken wir mal, was das für eine Gestalt hier ist. Möchtet ihr Blumen kaufen? Das ist eher eine Schrägschraube. Okay. Spar dir dein Schauspiel. Du bist Mutter Beckerbold. Du wirst dich jetzt auf die Wache folgen. Blumen, gerade nicht, danke. Okay. Möchtet ihr Blumen kaufen? Wir können sie wirklich nur verhaften. Nun, ich glaube nicht, dass ich euch folge. Okay, jetzt wird sie aggressiver. Und wie stark ist sie? So stark wie ihre Söhne. Erster Schlag, halb tot. Na, das war gerade keine Glanzleistung von Fyris. Der war schon besser. Was haben wir da? Mutter Beckerbolz Ring, Healer, Salbenfett und Verband. Das war's dann, glaube ich, mit den Beckerbolts. Gut, das war, glaube ich, sogar eine Quest, die man gleich am Anfang machen sollte, also eine Aufgabe. Und ja, ich versuche immer Aufgabe zu sagen statt Quest. Weil
das Wort Quest in so einem Zusammenhang immer irgendwie komisch klingt. Quest sollte eigentlich was Großes sein, also das Gesamte, was wir hier eigentlich machen, Ardo helfen, die Krone wiederzubringen, das ist eine richtige Quest und nicht hier irgendwelche Kopfgelder sammeln. Und das ist schon wieder die vornehme Dame. Die sieht man sogar auf der Karte, fällt mir gerade so auf. Der Stadtgardist, der uns nicht mehr reinlassen wollte, obwohl wir was zu trinken gebracht haben. Einbären. Wie viele Einbären haben wir denn jetzt schon wieder? Ach, fast 80. Das reicht wieder für fast 8 neue Tränke. Da sind noch ein paar. Aber jetzt sammeln wir erstmal den Zunderschwamm hier. Auch wenn wir wahrscheinlich niemals den genug Zunderschwamm zusammenkriegen für den Schafshirten. Ich weiß gar nicht, wie viel der braucht. Ich schätze mal so 100 mindestens. Ihr kommt aus der Stadt, oder? Habt ihr etwas über das Fläschchen herausgefunden? Ja, haben wir. Ich habe tatsächlich einige interessante Details herausgefunden. Bitte spannt mich nicht auf die Folter. Was ist es? Nur die Flüssigkeit war tatsächlich doch Stoff für Asseln. Oh nein, aber wer tut so etwas? Die Käuferin war angeblich eine junge Bäuerin mit dunklen Haaren und Sommersprossen. Dunkle Haare und Sommersprossen? Seid ihr da ganz sicher? Habt ihr euch nicht verhört? Nein. Ihr seid ja ganz bleich. Was hat es denn? Was habt ihr denn auf einmal erkannt? Der kennt sie garantiert. An Gerechten. Diese Beschreibung passt auf meine Tochter. Berisa. Was hast du nur angerichtet? Hä? Was könnte sie zu dieser Tat veranlasst haben? Seine Tochter? Ach, wir haben uns neulich wegen einer Kleinigkeit mal wieder ganz schrecklich in die Haare bekommen. Das Mädchen ist immer so hitzköpfig. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Macht euch keine Sorgen. In einem bestimmten Alter sind sie immer etwas schwierig. Iris haut uns sicherlich gleich eine auf den Kopf. Ja, wem sagt ihr das? Am besten ich lasse meine Frau mal mit ihr reden. Die hat in solchen Dingen einfach mehr Fingerspitzengefühl. Okay. Ja. Das ist eine gute Idee. Hoffe ich mal. Euch danke ich zumindest von Herzen für eure Hilfe. Hier, nehmt diesen Ring als Geschenk. Er war eigentlich für Berisa gedacht, aber in Anbetracht der Umstände schenke ich ihn lieber euch. Ah, das war aber nett. Und viel Glück auf euren Reisen. Ja, hab Dank und viel Erfolg bei der Lösung eurer Familienprobleme. Ah, zur Strafe kann Berisa erstmal die ganzen Asselkadaver wegräumen. Na, Vatermädchen, wenn ich dich in die Finger kriege. Oh, ist er sauer. Dann sollten wir ihn lieber mal alleine lassen, bevor er explodiert. Okay, das war dann also die Aufgabe. Noch eine weniger. Dann gehen wir jetzt als erstes wieder zum Krämer am Hafen und holen uns noch ein Päckchen ab, wenn er noch eins hat. Weil die sind ja ganz lukrativ, ein paar Dukaten zu verdienen. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was wir so alles zum Verkaufen haben. Den Magierhut zum Beispiel. Das können wir verkaufen. Heilsalbe nicht unbedingt. Heiltränke auch nicht. Pastillen gegen Erschöpfung. Die kann ich mal aufteilen und ein paar Vorgrim geben. Und den einen Einbeersaft, den gebe ich auch mal an Vorgrim weiter. Genau wie die Heiltränke. So, der kann dann die Pastillen, die könnte er nämlich gut gebrauchen. Bisschen Ordnung machen. Helles Pferdocker ist auch Alkohol. Bringt das eigentlich was, wenn wir das trinken? Klugheit minus 1. Gut plus 2, Klugheit minus 4. Super. Die Schafklinge, die verkaufen wir. Die wollte ich eigentlich aufheben. Aber die haben wir ja nicht geschenkt bekommen oder so. Die haben wir ja eigentlich nur gefunden. Also ist sie eigentlich nur Beute, so gesehen. Na? Vorgrim hat nichts, was wir verkaufen.
Ich glaube nicht, dass ich die Diamanten, den Edelstein und das Blattgold brauche, aber ich behalte es mal vorsichtshalber doch. Schlössermesser macht. Schlösser knacken ohne Malus. Das ist gut. Dann könnten wir die Haarnadeln theoretisch verkaufen. Die Haarnadeln, die braucht dann nämlich Quano nicht. Wenn er, wenn, dann kann er Dietriche benutzen. Ja. Hat Feiris was zum Verkaufen noch? Ja, Fellfetzen und Wolfspfoten und Gruftasselaugen. Holzleim braucht sie hier. Bärenzähne wären eine Zutat. Kieferzangen sind auch eine Zutat. Mit der richtigen Bauanleitung, die wir vielleicht bei den Elfen bekommen, könnte vollkommen daraus was herstellen. Wenn nicht, verkaufen wir sie einfach. So, jetzt aber erstmal zum Hafen, zum Händler. Genau. Bei Olmis Gemischtwaren. Habt ihr vielleicht einen kleinen Auftrag? Das Zeug von der Kaserne Bornhelm erwartet diese Waren hier. Bringt sie ihm doch bitte vorbei, wenn ihr Zeit habt. Verstanden. Vielleicht sonst. Nein, im Augenblick nicht. Das trifft sich ja gut. Zum Bornhelm wollen wir nämlich sowieso. So. Genau, hier ist der Zeugwart. Dem geben wir jetzt die Sachen. Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ich habe hier eine Lieferung von Olbin für Was euch. Was sagst du? Waren von Olbin? Sehr gut. Hier hast du deinen Lohn. Buckbart war aber großzügiger. Interesse an neuem Rüstzeug? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Ja. Das Problem mit Butterbäckerboy könnt ihr als gelöst betrachten. Unglaublich. Du hast uns wirklich die gesamte Familie von Halsabschneidern vom Hals geschafft. Nimm dies als Belohnung. 2,5 Dukaten. Gibt's denn sonst noch was? Interesse? Nein, danke. Okay, damit haben wir diesen Auftrag auch abgeschlossen. Was hätten wir jetzt hier eigentlich noch zu erledigen? Wir haben noch das Werwolfsproblem bei Hauptmann Nirulf und die Trolle. Und dann halt noch das mit den Torwandern, aber dafür müssen wir zu Zollfeste. Ja, ich denke, dann gucken wir mal, was für Aufträge der Gräber hier noch für uns hat. Willkommen bei Olmins Gemischtwaren. Tante Basemann im Dorf nordöstlich von Nadoret erwartet eine Lieferung. Bringt mir dieses Paket doch, okay. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Nein. Bei dem Dorf waren wir ja gerade eben am Anfang. Dort ist ja der große Bohrensacker. So, sanfte Ochse, hier die... Den Weg hinauf ist gleich das Dorf. Wenn wir hochkommen, steht sie natürlich. Aber hier müsste es hochgehen, genau. Da steht eine Ziege, da ist der Boronsacker. Schweine. Da kommt ein Trauernder. Ah ja, da ist die Tante ja. Die hat sich ja über die Wölfe beschwert. Hallo. Was lungert ihr hier herum? Ich habe ein Paket für euch. Es wurde aber auch Zeit. Früher kamen die Waren immer pünktlich. Heutzutage muss man ja elendig lange warten. Jetzt verschwindet und macht ja nichts schmutzig. Also dieser Zauberer dort. Wer weiß, was der in seinem Tod... Na ganz toll. Das war jetzt wirklich für die Katz. Ja. Aber gut. Ich denke mal,